So, da wäre ich wieder. Beim letzten Mal sind wir drauf gekommen, erstens, dass es Rhinozerosse zu zähmen gibt, richtig. Und zweitens, dass ich das hier nicht so machen kann, wie ich wollte, was mich leicht anzipft. Weil es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Es ist schon eher schlimm da. Kann man Sandsäcke auf Brücken bauen? Wahrscheinlich, die sind sicher leichter als Granit. Ich will aber wenigstens, dass möglichst viele von ihnen durch den Fluss gehen müssen. Und da gebe ich ihnen jetzt wieder... Warte mal, was ist denn das? Na, da haben sie eine Chance in Deckung. Da hat aber nur einer von ihnen eine Chance in Deckung zu gehen. Und die Deckung haben sie ja sowieso. Wir müssen es lang genug nach hinten hier strecken. It is also gonna be difficult. Der Fluss ist nicht gerade genug für lange genug. Das ist mein Problem gerade. Wenn ich nicht, ja, ich meine, ich kann es ja aufmachen. Dann haben sie wahnsinnig viel Platz. Das Problem ist überhaupt, wie mache ich das dann zu? Wait one second. Und es geht auf in die Richtung, also es ist kein so großes Problem. Sie können natürlich einfach so hier reinkommen. Da haben sie ein paar Sachen, um sich Deckung zu geben. Aber wenn wir jetzt das hier weg meinen. Ich meine, wir müssen dann natürlich auch durch den Fluss, um dahin zu kommen. Logisch. Logisch. Und dann, wenn wir die Brücke hier bauen. Und dann hier die Sandsäcke und so. Und das als Killbox verwenden. Ich glaube, das ist nicht scheiße. Ich glaube, das ist eigentlich ganz okay. Die Straße sperren wir dadurch natürlich ab, was ein bisschen unsympathisch ist von uns, aber was soll man tun, nicht wahr? Wobei, wir brauchen das Platzteil hier nicht wirklich. Wir müssten nicht einmal unbedingt die Straße absperren. Aber ich meine, why not? Ich glaube, das macht Sinn. Und dann müssen wir hier immer noch die Killbox machen. Weil da das ein bisschen einfacher sein sollte. Und das breit genug? Not sure. Ich glaube, da können wir die zweite gut hintun.
Oh, da gibt's Silber. Nice. Okay, the glittering structure ist was? Granite Blocks, Limestone Blocks, Steel und Sandstone Blocks. Könnte ich sogar alles haben. Seven Royal Favor. Aber es ist schon ein bisschen zu weit aufgestiegen, finde ich, der gute Soldatenkönig. Wir schon einen Throne Room haben, da können wir jetzt durchaus auch mal ein bisschen chillen hier. Genau, für ein bisschen mehr Holz sorgen hier. Oh, Webster muss wieder verarztet werden. Das heißt, das muss ich kurz hier als Priorität setzen, das darf ich nicht vergessen. Nachdem ich jetzt wieder die Doktor-Priorität bei ihm auf 4 gestellt habe. Sind noch nicht wieder alle da, oder? Wann kommt er wieder? Dauert noch ein bisschen, bis Bubbler wiederkommt. Kann man extra in Schlamm machen oder so? Das wäre nett. In einen Floor, der verhindert, dass es wächst, aber auch nicht macht, dass die Leute schneller laufen. Wenn irgendwie wenn cool. Concrete, Pave, Wood Floor. No. Nein, that is good. Das ist, wenn wir Remove Floor hier machen, dann passiert gar nichts mehr. That's what I thought. Oh, ich habe schon wieder vergessen, Ja, wir sollten das keine einzelnen. Wir sollten daraus keine einzelnen Räume machen. Das vergesse ich irgendwie jedes Mal. God damn it. Die Tool Cabinets brauchen wir. Wir müssen das hier noch umbauen. Jetzt wird hier mal alles geöffnet. I'm gonna do this differently. Man, dann können wir die Türen einfach in die Mitte reinhauen. Aha! Wir sind nicht, ob die Tools Cabinets dann bis dorthin reachen, aber es könnte sogar sein. Wir werden es gleich sehen. Oh Mann, es wird ordentlich gearbeitet gerade, da kann man sich nicht drüber beschweren. Yay, Bubble ist wieder da. Wo ist Bubli? Ja, schon, macht sich gleich an die Arbeit, what a dude. Ich wollte noch schauen, wie es bei den Elements aussieht. Wurde es dann nicht dazu saniert? Okay, du machst das da, die Muffalos fertig, that's okay. Trainieren den Muffalos und dann gehen wir Rhinozerose zähmen. It's gonna be great, no problem. Ich glaube, platzmäßig wird das die größte Kolonie, die ich bisher gemacht habe. A Muffalo is pregnant! Perfekt. Schöner Muffalo-Nachschub, so soll es sein.
Wollen wir noch ein paar Wild Boys? Dann wird uns die Mafflos nicht ausgehen. Hol mal ein paar Wild Boys. Okay, wir sind schon auf 15,7 unten mit der Resistance mit ihm. Das finde ich auch großartig. Wie viel Renault? Es sind immer noch die drei von vorher. Boredom. Okay, wir wollten. Nee, wir können ja mal ein Schach-Table oder so in unseren Room hier reinbauen. Nur nicht, dass er zu viel Platz einnimmt, falls ich noch was anderes da mal reinhauen will. Aber haben wir mal den Schach-Table hier rein. Mit zwei Furnitures. Bitteschön, bitteschön. Ich meine, ich habe ziemlich viele Bauaufträge bis jetzt schon vergeben. Ich habe Nadia Kalikiko genannt. Ich war gerade so, what? Ja, mach mal kurz das hier, bitte. Jonathan, du bist einfach nur gerade deppert im Weg rumgestanden. Yes. Okay, great. Okay, the marriage ceremony is over. Wunderbar. Mein Innern muss ich mich auch um mehr Räume kümmern. Ich würde die Fences halt langsam mal gerne zusammenkriegen. Wir haben immer noch genug Granite. Wir haben noch genug Granit. Ich darf sagen. Dass ich nicht deppert ausdrücken will. Okay, die Chunks können auch weg. Nicht kalt genug. Wohl. Oh, die sind hier drin. Die waren wahrscheinlich hier drin. Oh oh. Ah ja, die waren woanders drin. Manhunter Pack. Goats. Manhunting Goats. Okay, ein Fleischproblem werden wir nicht mehr haben. Allerdings wird das ein bisschen unangenehm werden hier. Okay, du kannst Kali wenigstens guiden. Die werden natürlich sofort kommen. Die geht's immer noch schlecht. Hey, kannst du mal kurz. Wobei wir. Ist relativ. Kannst du self-tenten, actually? Because it's a bit annoying. Einmal. 2x, 3x, 4x, 5x. Ihr kommt alle hier hin, bitte. Weil ich glaube, von da kommen die Goats. Wie es aussieht. Wir brauchen nicht wirklich Deckung zu nehmen vor den Goats. Solange wir nur alle auf der gleichen Höhe stehen. Da kommen sie. Wir haben keine Maschinengewehr. Das wird schon ziemlich unangenehm. Wir haben, ich meine, ich hoffe, die Mafflos helfen jetzt. Es wäre sehr nett, wenn die Mafflos helfen würden. Stun diese Goat, bitte. Sehr schön. Okay, die wollen uns hier umgehen, die Säcke. Dann stunnen wir die Goat. Sehr schön. Diese laufen uns vorbei, was irgendwie auch nett ist. Okay, stun this one. Unsere Treffsicherheit lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Hindu ist noch eine, oder? Eine. Ein paar sind da noch. Wie schlecht geht's dir, Kali? Schon eher schlecht, geht ich auch so. Webster kann ich schon mal verarzten gehen. Kriegen wir noch einen Stun hin? Oh!
Warum wird hier nicht geschossen, wenn ich das mal so fragen darf? Oh, weil du Nahkämpfer bist? Okay. Condi ist auch fertig. Soldatenkönig. Mini Attack go to death. Bubbler. Mini Attack go to death. Prissy. Irgendein Goat hier noch am Leben? Nein. Not assigned to doctoring. Okay. Ich habe gesagt, Media Attack go to death. Excuse me. Okay, und dann waren alle soweit fertig. Was macht Webster? Schläft? Nein. Wrong, Webster. Wie geht's den anderen Viechis? Noch nicht so schlecht, allerdings auch nicht super. Das sollte nicht sein. Da können wir nicht schon wieder irgendwo... Können die Viecher sich mal kurz einkriegen? Holy shit, das ist ein großes Viech. Wo ist es jetzt hin? Oh oh. Aber ein huge mistake. Wobei, wo ist der Soldatenkönig? Komm daher. Ist es schneller als du? Ja. Yeah. Well, that was easy. Okay, Soldatenkönig, du bist wieder fertig. Ja, Webster, renn darüber bitte. Pirates of Fortune, nicht gerade jetzt. Okay, das wäre erledigt. Welcher Colonist? Bubbler. Ja. Conley, wie geht's dir? Du bist fertig. Du bist auch fertig. Bubbler hat momentan kein Problem. Gehst du tending to... Yes, perfekt. Dann kann Bubbler jetzt noch pennen gehen und kann Webster Bubbler noch helfen. Kannst du noch Rest until healed machen vielleicht? Okay, warte mal kurz. Lieber Bubbler. Mach das mal schnell und dann kann Webster hier noch schnell unterstützen. And then we good. Wieso habt ihr jetzt alle wieder Medizin an? Ihr sollt alle nicht Medizin anhaben. The faults. Ja. Yeah. Nope. 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 Und nope. Wunderbar. Das ganze Blut wird auch weggewischt. Was sehr gut ist. Minor Break Risk. Simulieren alle nur. Wir könnten die Brücke noch abbrechen, by the way. Kurzschluss. Ja. Ja, das müsste relativ schnell erledigt werden, bitte. Sonst wird es hier drin ziemlich heiß. Nice. Strom jetzt überall aus, oder? Nö, alles gut. Perfekt. Sollten auch mehr als genug zu essen haben. Also, solange diese Goats hier auch mal reingetragen werden. Ja, sind diese Goats alle verbitten? Nein. Conley. Hol die Goat. Kali. Hol die Goat. Jeder holt jetzt mal kurz eine Goat hier. Nicht consume, also das wirst du nicht machen, genau, weil du dir zu fein bist. Was ist los mit dir? Hol eine Goat. Ah, wir haben sie. Wir haben sie allerdings geheilt, wie es aussieht. Ja, kannst du auch noch eine Goat holen? Ladenkönig, hol noch eine weitere Goat. Damit das ganze schöne Fleisch nicht schlecht wird.
Psychotic Soothe, wunderbar. Ja, jetzt langsam, wir brauchen noch einen Cooler hier. Which we're gonna do in a sec. Kann ich hier machen? Nicht mein. Sorry. Reconstruct. Dann hätte ich hier gerne einen Cooler. Okay, ein paar Sächelchen. Number one, mach das sofort. Number two. Mach das sofort. Number three. Mach das sofort. Also ein bisschen unsympathisch, dass du hier Überstunden schieben musst, aber es muss kurz sein. Sonst wird das zwar da drin. Wunderbar, und jetzt hätte ich hier bitte gerne ebenfalls, was haben wir da eingestellt gehabt? Minus 39. Nehmen wir draußen jetzt gerade mal 19 Grad jetzt, also solltest du da schon ordentlich runterkommen momentan. Oh, servus. Wollt ihr in welchen Shit von uns vielleicht? Haben wir noch Shit rumliegen? Nicht wirklich. Oh, mein schlechtes T-Shirt. Können wir loswerden? Sie haben Components. That's fair. Prissy sollte jetzt eigentlich voll mit dem Kochen nachkommen. Und jetzt muss sie noch selber essen, verständlich. Cloudwatching, weniger verständlich. Die Brücken bauen dauern ein bisschen. Achso, du bist noch am Butchern, deswegen dauert es auch ein bisschen länger. Und ja, die Lavish Foods brauchen schon ein bisschen länger als normal. Ich meine, der Punkt an Prissy ist, auch wenn sie nicht taugt, sie ist mittlerweile schon eine 10 von 20 Köchin. Das heißt, ich will sie nicht unbedingt umschulen. Der Soldatenkönig ist brav am Meinen. Da ist auch schon was weitergegangen. Okay. Microelectronics ist fertig. Wunderbar. Jetzt will ich noch kurz den Royal, das Noble Apparel machen, damit dann Soldatenkönig wieder zufriedengestellt wird. Und dann machen wir. Wir haben die Auditor schon gemacht. Oh, I should do that. Ich habe gerade so viel anderes in Auftrag gegeben. Okay, machen wir schnell die Defenses fertig, also noch schnell unter Anführungszeichen. Und dann können wir anfangen, Outer Doors zu bauen. Karl ist jetzt halt auch gerade sehr mit den Viechis beschäftigt, logischerweise. Wenn ich ihm den Auftrag gegeben habe, die alle zu trainieren. Das heißt, kommt ein bisschen weniger zum Bauen. Oder zum Steine machen. Das ist nicht perfekt. Alright! Aber das wär's für heute. Morgen ist dann hoffentlich der Anfang wirklich um 5. Dann kommen wir zu ein bisschen mehr, als wir heute gekommen sind. Aber das schaut schon noch was aus hier. Die Kolonie, finde ich. Very nice. Bis sehr gefällt. Also vom DSC habe ich jetzt noch nicht so viel gemerkt, aber die paar Sachen, die ich gemerkt habe, gefallen mir schon sehr gut, muss ich sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt's gesund. Bis dann.